Die legen wir mal dahin. Was war denn mit der hier? Ach ja, hier wollte ich ja auch alles rausnehmen. Schädel? Und... keine Ahnung, nehmen wir einfach alles raus und ist egal. Vielleicht baue ich es irgendwie irgendwann noch. Ich würde mir nur wünschen, dass ich irgendwie die Leiche... weiß nicht. Jemand, der irgendwas machen könnte. Oh, die ist schlecht. Ist wirklich richtig schlecht. Was weiß ich, was brauchen wir denn noch? Knochen manchmal, keine Ahnung. Das Herz. Ja. Ich begreif's nicht. Wieso kann ich hier nicht einfach eine Kiste hinstellen? Das ist doch... So, da brauche ich diese Eisenteile. Da kann ich Lehm abbauen. So, Glauben brauche ich erstmal nicht. Hier kann ich auch alles zwischenparken. Hoppala. So, dann beten wir kurz. Unsere Kirche ist toll und so. Tolle Predigt, das freut mich. Ich habe einen Glauben bekommen, krass. Das war wirklich, ja, etwas enttäuscht. Nicht von mir, sondern von euch. Um das klarzustellen, Ergebnis fehlgeschlagen. Ja, würde ich auch so sehen. 18, ey. Okay, dann haben wir das fertig. Ja, so viel ist das ja nicht, ne? Die haben wir so gesehen. Ja, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Es sind bestimmt so 50 Cent entgegengeschmissen. Ich würde nicht sagen, dass das mehr war. Oh, ich würde das hier gerne alles aufräumen, aber mir fehlt so viel Zeug. Es war das Kaputthauen hier. Notizen. Komplexe Eisenstücke. Uff. Okay, was kann ich hier? Hier kann ich nur Zeugs untersuchen. Kriege ich denn Wissenschaft? Jedes Mal frage ich mich, wie ich an das Zeug komme. Es ist unglaublich. Ich gehe einfach mal davon aus, dass ich irgendein spezielles Gedicht brauche. Gebet brauche, damit ich auch noch Wissenschaft dazu kriege. Anders kann ich mir das einfach nicht vorstellen. So, er hat auch nur das Standardgebet. So, ich wollte gucken. Bürger.
Bauerlaubnis, königliches Siegel. Es war nicht 5 Silber, es waren 50 Silber. Boah, ey. Ich fass es einfach nicht. Okay. Die Holzmarkierung muss ich dann auch wegmachen von dem hier. Vielleicht ist auch nicht besonders gut. Die schon mal gar nicht. Keine Ahnung, warum ich die da reingemacht habe. Ich glaube, anfangs sollte ich das machen. Ja, Lehm kann ich vergessen, obwohl ich habe ja noch so viele Beeren. Jetzt mal vollfressen mit Beeren. Jetzt geht's wieder. Lehm. Keine Ahnung, wie viel ich brauche, aber der will ja ein paar Schüsseln und sowas haben. Ich habe keine Ahnung, wie ich die wieder mache. Aber wir werden das rausfinden. Irgendwie. Irgendwie leckt das Spiel so ein bisschen. Okay, jetzt nicht mehr. Lehm. Lehm, Lehm, Lehm. Ja, da brauche ich immer nur das Zeugs. Oh, wie komme ich an das blaue Zeugs ran? Jetzt könnte ich mir eigentlich die ganzen Samen holen. Schlange hat das... Warte mal, wie viel Segen habe ich denn insgesamt? Ich glaube, ich hatte 3 rumliegen. Irgendwo. Irgendwo. Da. Das sind 4. Für die Schlange brauchte ich 5. Das muss ich noch einmal machen. Außer ich bedrohe ihn. Was aber total sinnlos ist. So, Karotten hin. Dorf hin. Fälle. Rein und wieder zurück. Notizen. Kann auf dem Arbeitstisch zerlegt werden. Für viel Wissenschaft. Zeig mal her. Okay. Kann ich am Arbeitstisch zerlegen? Ich muss mir das bei der Kirche echt mal genauer angucken. Kein Kirschen. Ne, hier sind nur Überreste.
Küchenarbeitstisch, Notizen. Beim Zerlegen dieses Gegenstandes erhältst du 4. Ah, okay. Habe ich zerlegt. Jetzt habe ich Wissenschaft. Jetzt kann ich Dinge tun. Keine Ahnung, was soll ich denn. Was bringt mir das Untersuchen denn? Ich kann mir schon denken, dass es dafür sorgen wird, dass ich ach ja, hier steht's ja. Arbeitszimmer nicht beendet. Okay. Dass ich dann Wissenschaftspunkte kriege. Ich glaube, ich lasse das mal so, weil wir brauchen noch, soweit ich das gelesen habe, ist es sehr sinnvoll, wenn man eine Torte vorher futtert, um einen Boost zu bekommen für die Punkte. Und den würde ich gerne mitnehmen. Da fehlt mir aber noch Honig für. Damit ich das Rezept von Diggo, glaube ich, war das, kriege. Und dann können wir das durchgehen. Die kann ich noch nicht fangen. Ich muss nur Honig suchen. Ich weiß nicht, wo es war. Hier war wieder das Lager. Aber ich mag die Musik. Neuer Flüchtling oder ein neues Zelt? Ich soll ein Zelt bauen. Ich brauche aber Seide und die habe ich nicht und die kann ich mir auch gerade nicht leisten. So gerne ich die unterstützen würde. Da scheint es wohl nicht zu geben. Wunderbar, dann fehlt mir nur noch einmal Honig. Oh, die Angel hätte ich auch so gerne gehabt. Aber dann weiß ich auch wieder nicht, wo ich mit den Fischen hin soll. Ob ich die dann auch einfach verkaufen kann. Mir wirklich was gebracht hätten, keine Ahnung. Auf jeden Fall hätte ich ein paar Rezepte gehabt. Wo ist denn hier noch so ein Bienenstamm? Kann doch nicht sein. Hallöchen Bienen, wo seid ihr? Hier nehme ich mal ein bisschen Kohle hier mit. Und ich habe nichts zum Erholen mit. Okay. Dann nevermind. Obwohl, hier ist ja oben auch noch. Bin ich denn jetzt da? Relativ weit oben. Okay, hier ist ja auch ein Bett. Dann nehme ich das einfach mal. Für die Nacht. Genau, hier war das. Dann hole ich einfach mal die ganze Kohle mit. Ich fühle mich so erfischt. Ich mich auch. Hier müssen dann die ganzen komischen Boten rein. Ich würde die so gerne haben, aber ich habe
echt kein... Oh, jetzt toll, wow. Jetzt ist mein Werkzeug kaputt gegangen. Kann natürlich auch nur mir wieder passieren, ne? Gerade als ich mir so dachte, hey, komm. Erstmal ein bisschen Kohle abbauen. Nö. Ist nicht. Heute nicht. Ja gut, hoffen wir mal, dass wir hier irgendwo noch Honig unterwegs finden. Das sieht doch danach aus, oder? Ja, Tatsache. Gut, dann hätte ich jetzt genug Honig. Das ist sehr gut. Ich weiß noch, als ich mir das Gameplay von dem Spiel angeguckt habe, da waren das nicht Fledermäuse da unten, sondern das waren noch diese Schleimviecher. Auch nochmal Honig? Nehm ich. Mal die lieben Bienchen beklauen. So, wir haben eine Leiche geliefert bekommen, habe ich gesehen. Die machen wir noch schnell. Kamerad, ich bin damit beauftragt worden, dir mitzuteilen, dass das LGDPDIE in einer Plenarsitzung die Entscheidung getroffen hat. Wie bitte was? Wer? Das Leitungsgremium der Partei des Esels Proletarietas. Genau. Du redest übrigens gerade mit einem ihrer Generalsekretär. Ah, in Ordnung, das erklärt so einiges. Also, das LGDPDEP hat entschieden, dir noch eine letzte Chance zu geben, dich vor der Arbeiterschaft zu rehabilitieren. Danke. Unsere Partei befindet sich in der Vorbereitungsphase auf den revolutionären Umschwung und deine Rolle dabei ist eine führende. Und wenn ich nicht mitmachen will, dann werden wir dein Haus, deinen Friedhof, deinen Garten und deine Kirche niederbrennen. Und dann noch das Allerschlimmste, du wirst der schwarzen Liste der Partei landen. Auf der schwarzen Liste der Partei landen. Wir sind hoch erfreut darüber, dass du uns helfen willst. Und jetzt komm näher und hör gut zu. Du verstehst sicherlich, dass all dies streng geheim ist. Wir werden mit Nachrichten kommunizieren. Nachrichten? Und wie willst du Nachrichten schreiben? Selig sind die Unwissenden. Also, zuerst bereitest du ein Kochbuch für unseren Freund, den Rattenchef, vor und schickst es zu unserem Postamt. Er liebt die Kochkunst und die Revolution kann nur erfolgreich sein, wenn die Ratten mit dabei sind. Daraufhin schickst du 5 rote Äpfel an unser Postamt, um die Moral der unterdrückten Eselskommune zu heben. Du musst... Warte mal, das alles kann ich kaum unauffällig verschicken. Du hast gesagt, das sei streng geheim, deswegen... Deswegen ist das deine Pflicht, eine spezielle Kiste für Schmuggelware anzufertigen. In dieser Kiste steckst du die Schmuggelware. Und dann werde ich oder ein anderes Parteimitglied diese im Schutze der Nacht entfernen. Aber... Keine Sorge, du schaffst das schon. Ich glaube an dich. Viel Glück. Oh, du hast eine neue Technologie freigeschaltet. Herstellen Kochbuch. Oh, ist auch schon wieder so eine schlechte Leiche. Okay, mal gucken. Wir nehmen. Das fällt auch noch.
Ist eigentlich echt gut geworden diesmal. Ja, aber das mit dem Fleisch machen, also nehme ich immer das Fleisch jetzt raus. Nur eins schlechter geworden, okay, cool. Den Schädel nehme ich noch. Das Herz. Futtern. So, dann mache ich den Scheiterhaufen. Das ging doch hier irgendwo, oder? Okay, hier konnte ich eine Kiste bauen. Wunderbar. Alles klar, Gesingus. Dann bis später. So, wie viele Karotten habe ich denn noch? 5 Stück, das heißt 5 Leichen kriege ich noch. Sind noch ein paar. So, meine Spitzhacke erneuern. Das brauche ich nicht. Den Honig brauche ich aber. Wo ist denn der? Brauche ich nicht. Inverterschlüssel. Sollte ich den benutzen? Irgendwo in der Kirche, ne? Ich habe da gar nichts gefunden, wo ich den benutzen kann. So, hier haben wir Eisen. Eisenerzlager, Sägebock. Holzhackplatz. Drehscheibe. Okay, die Drehscheibe können wir dann machen. Das ist das Ding, was ich schon habe. Schleifer. Vielleicht bin ich mir jetzt nicht so sicher. Nichts mehr. Erstmal Schläfchen machen hier. Ich fühle mich so erfrischt. Oh ja, das kenne ich. So, dann gucken wir mal hier runter. Da fehlte mir noch irgendwie ein Segen, glaube ich. Oder was war's? Segen. Oh, ich habe einen Glauben. Okay, egal, dann bedrohen wir ihn. Dann ist Quatsch.